Hallo und herzlich willkommen zur dritten Ausgabe von Du und dein Motor. Heute erkläre ich euch, was hinter dem Eco-Modus in eurem Auto steht, wenn ihr den Verbrenner fahrt. Beim Elektromotor gilt das Ganze nicht. Im Grunde ist es so, dass die Motoren das immer versuchen, auf diese Art und Weise mit dem Eco-Modus zu fahren. Aber wenn man den denn aktiviert hat, dann versucht das Auto das etwas aggressiver. Woran merken wir das? Das Auto beschleunigt langsamer und wenn wir eine Automatik oder ein automatisiertes Schaltgetriebe haben, merken wir das auch im Schaltverhalten. Die Gänge werden bei niedrigeren Drehzahlen schon gewechselt, als dass es ohne Eco-Modus der Fall ist. Und es hängen noch eine ganze Menge mehr Sachen damit dran, die wir vielleicht nicht so bemerken. Und wenn ich eine Änderung mache an so einem komplizierten System wie einem Verbrennungsmotor mit einer Motorsteuerung, dann ist es wie so ein Getriebe, wo ein Zahn in den anderen eingreifen muss und dann muss ich auch eine ganze Menge andere Sachen ändern. Und dazu gehören zum Beispiel neben dem Schaltverhalten auch die Zündung oder der Einspritzzeitpunkt und ganz wichtig die Nockenwellenstellung. Das ist der eine wichtige Punkt, um den es sich heute hauptsächlich drehen wird. Und bevor wir das erklären können, müssen wir ein paar Leute kennenlernen. Ziemlich alte Leute. Zum einen den Herrn Carnot. Der Herr Carnot hat 1824 ein total spannendes Gedankenexperiment gemacht über einen idealen Kreisprozess. Einen Kreisprozess, den man so in der realen Welt gar nicht betreiben kann. Das funktioniert nicht. Aber der Herr Carnot definiert damit bis heute den maximal möglichen Wirkungsgrad. Der liegt für einen Hubkolbenmotor ja, so bei ungefähr 62%, was man theoretisch erreichen könnte, aber das kann man aus verschiedenen Gründen leider nicht vollständig schaffen. Wir sind aber schon ganz schön weit. Der Herr Carnot hat ganz nebenbei noch den Grundstein für die moderne Thermodynamik gelegt und nach diesem Prinzip funktioniert bis heute jeder Verbrennungsmotor. In der Reihe darf der Herr Otto nicht fehlen. Der Herr Otto, dem wird die Entwicklung des Viertaktmotors zugeschrieben, auch wenn der erste Motor, den er wirklich so gebaut hat, mit dem Viertaktprinzip echt nicht viel zu tun hat. Könnt ihr mal suchen nach Flugkolbenmotor. Hat mit dem Flugzeug nichts zu tun. Der heißt einfach so. Warum der so heißt, das seht ihr, wenn ihr euch ein Video von dem Motor anguckt. Und der Herr Otto, der war möglicherweise nicht der Erste, der so einen Motor konstruiert hat, der war auf jeden Fall einer der Ersten. Es gab auch einige Patentstreitigkeiten, ob er denn nun der Erste war und also alles ziemlich kompliziert. Und weil das so kompliziert war und es so viele Patente zu dieser Zeit schon auf Verbrennungsmotoren gab, hat schon 4 Jahre später der Herr Atkinson gesagt, wisst ihr was, ich baue mir einen eigenen Motor. Ich habe auf diesen Hickhack keine Lust. Der wird nach dem Viertaktmotor funktionieren, aber so, dass ich damit keine Patente von Otto verletze. Er hat sich was ganz Geschicktes einfallen lassen. Es ist ein Viertaktmotor, aber er funktioniert doch anders und vor allem effizienter als der Otto-Motor. Dann brauchen wir noch den Herrn Miller, denn der Motor vom Atkinson, der war total clever, aber super kompliziert. Ganz viele bewegliche Teile und davon wollte man weg. Und Leute wie der Herr Miller, die haben den, das ist jetzt so nicht ganz richtig, was ich hier sage, aber der Einfachheit halber. Leute wie der Herr Miller, die haben den Atkinson-Prozess etwas modifiziert, etwas einfacher gedacht, sodass man ihn auch auf einem konventionellen Viertaktmotor mit einer einfachen Kurbelwelle anwenden konnte. Und einen habe ich noch, der darf nicht fehlen. Das ist der Herr Büchi, ein Schweizer, der 1905 ein Patent angemeldet hat auf ein Gebläse, was er zusammen mit der Firma MAN vermarktet hat, das MAN-Büchi-Gebläse. Kennen wir heute alle als Turbolader, ohne das kommen wir nicht mehr klar. Und wie die Prozesse im Einzelnen funktionieren, das zeige ich euch jetzt. Ich habe euch hier mal einen Zylinder hingestellt mit einem Auslassventil und einem Einlassventil. Und einen Kolben daneben, damit wir sehen können, was genau wann passiert. Und wie alle Viertaktprozesse, wir beginnen mal mit dem Otto-Prozess, beginnt auch dieser mit dem Kolben am oberen Totpunkt, also am OT. Und das funktioniert so, dass der Kolben nach unten geht, während das Einlassventil öffnet und der Kolben nach unten geht. Dann schließt das Einlassventil,
Das Benzin-Luftgemisch wird verdichtet, dann zündet die Zündkerze, Druck und Temperatur im Brennraum steigen ganz erheblich an und der Kolben wird nach unten getrieben und verrichtet seine Arbeit. Und wenn er unten angekommen ist, respektive in echt, kurz bevor er ganz unten angekommen ist, öffnet das Auslassventil und der Kolben geht nach oben und schiebt das Abgas wieder aus. Tatsächlich ist es jetzt so, dass wenn der Kolben nach dem Arbeitstag ganz unten angekommen ist, noch ein ganz schöner Restdruck im Zylinder drin ist und noch eine relativ hohe Temperatur herrscht. Und dieser Restdruck, der wird sofort abgeblasen über das Auslassventil, sobald es öffnet. Und dadurch habe ich natürlich einen gewissen Energieverlust. Also ich kann den vollen Druck im Zylinder gar nicht komplett nutzen. Schade eigentlich. Ansonsten ist der Prozess natürlich gut durchdacht. Ich benutze den gleichen Raum zum Zylinder füllen beim Ansaugen und dann geht der Kolben nach oben und genau die gleiche geometrische Höhe benutze ich auch, um das Abgas zu expandieren. Der Atkinson kam jetzt auf eine spannende Idee. Der sagte nämlich, naja, wir machen das mal folgendermaßen. Es wäre doch schön, wenn ich diesen riesen Restdruck unten im Zylinder nicht habe, bevor mein Auslassventil öffnet. Aus dem Grund hat er einen Motor entwickelt, der Folgendes macht. Der Kolben geht nach unten, das Einlassventil öffnet, dann schließt das Einlassventil, der Kolben geht wieder nach oben, verdichtet und zündet und dann findet der Arbeitstakt statt, das Auslassventil öffnet und das Abgas wird wieder ausgeschoben. Das heißt, er macht die ganze Zeit so eine Bewegung. Ansaugen, verdichten, Arbeitshub, ausschieben, ansaugen, verdichten, Arbeitshub, ausschieben. Hat einen riesen Vorteil, nämlich ich sauge weniger Benzin-Luftgemisch an von der geometrischen Höhe her und nutze aber die volle Zylinderhöhe, um mein Abgas zu expandieren, also den Druck abzubauen und das Gas abzukühlen. Dadurch habe ich nicht mehr so einen hohen Restdruck im Zylinder, wenn ich unten angekommen bin, habe also das, was ich angesaugt habe an Energie in Form von Benzin und Luft, effizienter genutzt. Tolle Sache, nur leider ist dieses Spielchen hier extrem aufwendig in der Geometrie. Da hängt ein riesen Hebelarm mit allen möglichen Gelenken dran. Es sind also viele bewegliche Teile und viele bewegliche Teile hat man nicht so gerne in Motoren, weil viele bewegliche Teile immer gerne kaputt gehen. Aus dem Grund haben schlaue Leute sich was einfallen lassen, wie man den Atkinson-Prozess simulieren kann. Das geht ganz einfach, indem man wieder am oberen Totpunkt anfängt. Man öffnet das Einlassventil, der Kolben geht nach unten und jetzt schließe ich das Einlassventil und der Kolben geht weiter nach unten. Ich kann also eine ganz normale Kurbelwelle von einem gewöhnlichen Ottomotor benutzen und mache einfach das Ganze so, dass ich nicht über den vollen Weg ansauge, nach unten gehe, dann verdichte ich und dann zünde ich und verrichte meinen Arbeitstakt und dann wird wieder ausgeschoben. Das heißt, die Idee ist genau die gleiche wie beim Atkinson. Ich benutze nur einen Teil des Zylinders, der Zylinderhöhe zum Ansaugen, aber die volle Zylinderhöhe zum Expandieren. Somit habe ich auch weniger Restdruck im Zylinder am Ende und mein Gemisch wird effizienter genutzt. Coole Sache, hat aber eben einen entscheidenden Nachteil insgesamt, denn wenn ich weniger ansauge und verdichte, habe ich natürlich auch weniger Leistung. Höhere Effizienz, aber weniger Leistung. Der Herr Miller, der kam auf eine etwas andere Idee, also im Prinzip ist es das Gleiche, nur ein bisschen anders umgesetzt. Der macht Folgendes: Der lässt seinen Kreisprozess auch ganz oben am oberen Totpunkt beginnen, lässt aber das Einlassventil erstmal geschlossen. Dann geht der Kolben nach unten, das Einlassventil öffnet, jetzt saugt er ein bisschen was an und das bisschen, was er angesaugt hat, das schiebt er jetzt über den Einlasskanal wieder zurück, weil er nämlich das Einlassventil offen lässt. Und jetzt schließt er das erst, verdichtet, zündet, Arbeitstakt und ausschieben. Und so macht er das wieder, Einlassventil geschlossen, ansaugen, aber es wird nichts angesaugt, weil Vakuum, dann Einlassventil öffnen, ansaugen, jetzt schiebe ich ein bisschen wieder Benzin-Luftgemisch zurück, Einlassventil schließen, verdichten, zünden, Arbeitstakt. Diese beiden Prozesse, Atkinson und Miller, sind also genau das, was wir verwenden, um unsere Motoren effizienter laufen zu lassen.
Das heißt, das ist die Taktik, die hinter dem Eco-Modus steckt. Unsere Motoren machen das im Prinzip immer, aber wenn wir den Eco-Modus betätigen, dann versucht der Motor möglichst oft, wenn die Leistung nicht gebraucht wird, knallhart an Atkinson oder Miller-Prozess dran zu sein, um effizienter zu laufen. Und weil unsere Motoren leider nicht bei einem konstanten Betrieb arbeiten, sondern zwischen Leerlauf und Volllast stufenlos hin und her wechseln können müssen, braucht es dafür eine sinnvolle Steuerung und das ist die variable Nockenwellensteuerung. Das ist also der Trick, der hinter dem Eco-Modus steckt und dazu gehört eine ganz einfache, wenn auch unglaublich wichtige Erkenntnis. Die ist mathematischer Natur und die zeige ich euch jetzt nochmal schnell an der Tafel. Okay, jetzt haben wir also die einzelnen Prinzipien verstanden, die hier hinter mir stehen. Jetzt müssen wir uns noch anschauen, wie das Ganze rein mathematisch funktioniert. Denn Miller und Atkinson, die sind ja nicht nachts aufgewacht und haben gesagt, okay, komm, wir fahren den Zylinder jetzt mal nicht so oder den Kolben mal nicht so weit runter und dann nutzen wir aber den vollen und dann wird das schon irgendwie funktionieren. Sondern die haben sich natürlich die Formel vom Herrn Carnot ein bisschen genauer angeschaut. Das ist auch gar nicht so schwer, sich die genauer anzuschauen. Wir machen das mal auf einer ganz einfachen Basis. Wir haben hier die Carnot-Gleichung, hier ist das griechische Zeichen Eta, das steht für den Wirkungsgrad und der Buchstabe C, also Wirkungsgrad Carnot. Und dafür gibt es eine einfache Formel, die da lautet 1 minus die niedrigste Temperatur im System, also dann, wenn der Kolben ganz unten angekommen ist, das Abgas komplett expandiert ist und auch abgekühlt ist, geteilt durch die höchste Temperatur im System, wenn der Kolben also beim Verdichtungshub ganz oben angekommen ist. Das Gemisch vollständig verdichtet hat und jetzt wird gezündet, dann steigen Druck und Temperatur natürlich wahnsinnig an. Das ist die höchste Temperatur im System. Dann nehmen wir als erstes mal einen klassischen Viertaktmotor und behaupte ich es einfach mal so für die Anschaulichkeit. Die Zahlen müssen nichts mit dem realen Leben zu tun haben. Die höchste Temperatur im System sind 800 Grad Celsius, die niedrigste Temperatur, wenn also das Auslassventil aufgeht, sind 600 Grad Celsius und wenn ich das ausrechne, 1 minus 600 geteilt durch 800 komme ich auf 0,25, habe ich 25% Wirkungsgrad. Jetzt machen wir Folgendes. Wir schrauben an den Ottomotor einen Turbolader dran und damit kriegen wir mehr Zylinderfüllung. Das heißt, wir haben mehr Masse im Zylinder drin, die verdichtet wird. Das heißt, das ganze System läuft heißer und dadurch kriege ich meine obere Systemtemperatur etwas höher, dadurch, dass ich aber nach wie vor nur den gleichen Hub zur Verfügung habe, also nicht weiter expandieren kann, steigt auch meine untere Systemtemperatur mit an. Trotzdem, das System läuft heißer, die Spreizung wird etwas größer, bekomme ich dadurch einen höheren Wirkungsgrad, nämlich 33%. Und jetzt kommen der Herr Atkinson, respektive der Herr Miller ins Spiel, die es mit ihrer Technik schaffen, die untere Systemtemperatur abzusenken. Und dann habe ich zum einen eine sehr hohe Temperatur durch den Turbolader beispielsweise, kann aber auch weiter expandieren, also weiter abkühlen, schaffe es auch meine niedrige Systemtemperatur ein ganz klein bisschen weiter abzusenken, kriege dadurch eine noch höhere Spreizung und bei der Rechnung kommen dann 41% Wirkungsgrad raus. Jetzt ist es so, wie gesagt, unsere Motoren müssen ja ständig hin und her schalten. Entweder brauche ich die volle Leistung, also volle Zylinderfüllung, dann muss meine Ventilsteuerung anders funktionieren, als wenn ich im Miller-Zyklus fahren möchte. Stellen wir uns vor, wir sind auf der Landstraße, tuckern mit 70, 80 km/h einem LKW hinterher, irgendwann ist dann gerade freie Strecke und jetzt kann ich Vollgas geben. Was macht der Motor, während ich hinter dem LKW gemütlich bin? Dann ist er schön im Miller- oder Atkinson-Zyklus und versucht Sprit zu sparen und effizient zu sein. Und wenn ich dann Vollgas gebe, ändert er die Nockenwellenstellung und ich bekomme volle Zylinderfüllung und volle Leistung, gehe also weg von Miller und Atkinson für volle Motorleistung. Und dass das kein Quatsch ist, den ich euch jetzt hier erzählt habe, das zeige ich euch mit folgendem Video. Ich habe das mal aufgezeichnet, ich habe meine Motorsteuerung während der Fahrt ausgelesen und wir können uns mal angucken, was da so passiert in der Nockenwellenverstellung und dem Zündzeitpunkt. Ich könnte noch viel mehr auslesen, aber das gäbe dann ein bisschen Reizüberflutung und deshalb
zeige ich euch jetzt erstmal das folgende Video, dass ihr seht, dass die Motoren wirklich fließend in der Nockenwellenstellung hin und her gehen, je nachdem, was man so braucht. Oben links im Bild seht ihr die Anzeige Frühzündung, die zeigt den Zündwinkel vor OT an, also vor dem oberen Totpunkt. Unten links, ganz wichtig, die Nockenwellenverstellung, die regelt hier zwischen 0 und 50, dabei ist keine Skalierung angegeben, das kommt aus dem Datenpunkt von dem Fahrzeug so nicht raus. Oben in der Mitte steht ATA, das steht für Atmosphäre absolut, das ist also der Druck nach Drosselklappe. Und dann haben wir unten in der Mitte die DK-Stellung, also die Drosselklappenstellung. Die zeigt an, wie weit die Drosselklappe geöffnet ist. Oben rechts ist der Tachometer, der nimmt die GPS-Geschwindigkeit ab. Und unten rechts ist die Motordrehzahl, die direkt auch aus dem Motor abgelesen wird. Und los geht die wilde Fahrt. Hier sehen wir mal, wie es direkt losgeht mit einer Beschleunigung innerorts von geringer Geschwindigkeit auf 50. Die Drosselklappe wird voll geöffnet und die Nockenwellenstellung geht vom Miller weg Richtung 0 Miller. Und dann geht die Fahrt weiter mit gemütlichen 50 und man sieht, die Nockenwellenverstellung geht nahezu vollständig Richtung Miller, fährt also im effizientesten Modus. Jetzt fahren wir gemütlich mit 85 auf der Landstraße und man sieht, der Motor ist nahezu vollständig im Miller-Zyklus abgestimmt. Die Drosselklappenstellung ist so bei 25%. Jetzt geht es eine Steigung langsam hoch und man sieht, dass er jetzt als erstes die Nockenwellenverstellung zurücknimmt vom Miller-Zyklus weg für volle Zylinderfüllung. Und erst wenn das nicht mehr so richtig ausreicht oder nahezu zeitgleich schon fast, nimmt er ganz klein bisschen nur die Drosselklappenstellung hoch und dann reicht die Leistung schon aus, um die Steigung zu nehmen. Und wenn die Steigung vorbei ist, dann nimmt er das Gas wieder ein bisschen zurück und stellt die Nockenwelle wieder Richtung Miller, um effizienter zu fahren. Jetzt habt ihr es mit eigenen Augen gesehen. Das funktioniert wirklich. Die Motoren schalten im laufenden Betrieb zwischen Effizienzmodus und Leistungsmodus durch Verstellung der Nockenwelle hin und her. Und manchmal reicht es sogar, einfach nur durch die Verstellung der Nockenwelle das Gas zu regeln. Das ist unglaublich. Und wenn ihr das nächste Mal auf den Eco-Modus drückt, dann ärgert euch bitte nicht, dass das Auto sich anfühlt, als ob es angebunden wäre oder dass das Schaltverhalten nicht so ist, wie ihr euch das wünscht, sondern denkt mal daran, dass ihr einen Zeitreiseknopf durch die Entwicklung der Motorengeschichte drücken könnt. Das ist ziemlich cool, dass man das kann, dass man mit einem Knopfdruck so viele verschiedene Dinge mit einem Motor machen kann. Mein größter Respekt an die Motorenentwickler dieser Zeit. Ihr könnt mir noch einen Gefallen tun, drückt auf die Abo-Glocke oder lasst mir einen Daumen hoch da. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.